Hey, Mensch, was machst denn du hier am Airport? Ja, Mai, bist bedeppert, kennen wir uns. Ich bin's, Lenny. Hast du dich gestern Abend schon wieder ins Delirium getroffen? Na, ich glaub, sie verwechseln mich. Ich bin neu hier in Berlin sozusagen. Ich war 2 Jahre nicht in Berlin. Du bist so neu hier in Berlin wie der Papst in Rom, 2 Jahre im Amt. Und trotzdem tut er so, als wäre es gestern gewählt worden. Ich kenn sie nicht wirklich. Ich bin eben erst hier angekommen in Berlin. Hehe, pass du nur auf, dass bei dir nicht gleich was anderes ankommt. Und zwar auf die 12. Kennen Sie das Sprichwort? Kleine Schläge auf den Hinterkopf fördern das Denkvermögen. Ja, fei, ey, was ist denn los, du Sausack? Willst du mir drohen oder was? Oha, Alter, du solltest echt einen trinken, Mann. Willst du einen Taschenrutscher? Was willst du mir? Ist vom Saufen anstiften. Willst du mir abfüllen? Ich glaub's ja nicht, ey. Erst willst du mir abfüllen, dann schleppst du mir in eine Seitengasse und dann bekomme ich eine drüber gezogen. Und dann stehe ich da und du stibitzt mir mein Geld. Kannst vergessen. Also doch Plan B, genau wie damals. Okay, bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Den Jägermeister auf und 3, 2, 1... Attacke! Ja, nur reiz mir aber, Alter. Ey, spielst du bis deppert? Nun bekommst du aber eine aufs Maul, ey. Du kannst nicht sein, Herrschaftszeit, du bist fällig. Oha, nun ist er echt sauer, Herr Mord. So kenne ich den gar nicht. Ich glaube, ich pack meine Beine und die Arme und ich laufe. Ja, Mai, lauf nur weg. Hey, wenn ich die bekomme, dann du Saupreuse, dann bist dran. Hey, Werner, du musst mich verstecken. Irgendwo. Mann, hier, der Mord, der ist durchgedreht, Mann. Der hat vollen Sprung in der Birne. Oha, da ist er. Werner, lass dir was einfallen. Ich renn weiter. Ja, Mai, was willst du, Busch, von mir? Ja, Mai, ey, wenn ich dich erst umhauen muss, um an den kleinen Wurm zu kommen, ja, du bist eben jetzt als Erster dran. Autsch, autsch, oh, der Werner bekommt ja einen schönen auf die Fresse, Mann. Der Schlag ging mitten auf die 9. Und da kommt doch gleich nur der Mo, hat seine Danny angeschnappt. Oh Gott, und jetzt auch noch mit der Glasflasche. Armer Werner. Ich wusste immer, die Familie ist total durchgeknallt. Der Mord wundert sich die ganze Zeit, warum die Jenny diesen Hang zur Gewalt hat. Aber wenn ich mir den Mord so ansehe, hey, der Apfel, der fällt nicht weit vom Stamm. Hey, Lenny, du hier am Flughafen? Das hätte ich ja nicht gedacht. Hättest du doch was gesagt, sonst hätten ich und Jenny dich doch ganz locker mitgenommen. Aber, ey, was machst du hier? Und was macht denn da Werner mit Jenny und die Hand? Ich glaube, ich sehe doppelt. Dabei habe ich heute noch nicht mal was getrunken. Moment, ich bin ein wenig verwirrt. Bin ich verwirrt? Ja, ich bin verwirrt. Du bist Mohat. Hier und ich raff nichts mehr. Boah, hast du gesehen, Lenny? Ey, meine Jenny hat den Werner im Schwitzkasten mit einem Gullideckel. Genau auf die 9. Aua, ey. Das tat sicher weh. Also, erstmal Mohat, was machst du hier und warum bist du nicht da vorne? Und wer ist der Typ da vorne? Ach, das ist mein Bruder Mehat. Du weißt doch, der Typ von der Dönerbude. Der ist doch vor 2 Jahren nach Bayern ausgewandert und wollte mich mal wieder besuchen in Berlin. Außerdem wollte der das gleich mit einem Arztbesuch verbinden, denn der hört doch in der letzten Zeit so schlecht. Und den Schluchtenjodlern, zu denen hat er absolut kein Vertrauen. Ach so, und dann wollte der zu einem Spezialisten nach Berlin. Oh, das klingt ganz logisch, wa? Nur mal zu meiner Frage, ey. Was machen die zwei da? Und warum verhauen die Werner? Naja, ich dachte, du bist er. Und ich dachte, du bist wieder auf dem Trip, Mann. Oh, und du hast einen Blackout. Du hab ich mir 03er Jägermeister geschnappt, ihn angesprungen und habe ihn mir reingezimmert. Krass, dass die das geschafft haben bei dem Brocken. Und wie ist das mit Werner? Was hat denn der mit der ganzen Sache am Hut? Wenn du mich ausreden lassen würdest, hätte ich dir deine Frage schon längst beantwortet. Also, naja, ich renne 20 Minuten übers Flughafengelände und dann renne ich Werner in die Arme. Der fragt, was ist los? Und ich erzähl ihm das, was gerade abgeht mit dir, beziehungsweise mit deinem Double. Und ja, und in dem Moment kommt mir gerade um die Ecke. Und Werner meinte, wenn er was von dir will, ja, dann muss er erst an mir vorbei, ne? Krass, das ist ja echt heftig, Lenny. Also lässt sich Werner verhauen, obwohl du das sein müsstest, der die Nase voll bekommt. Mann, ey, die beiden sind aber auch echt heftig. Jenny hält Werner fest und... Ja, und Mehat, volle Ladung. Du sag mal, Alter, sollen wir die Streithände nicht langsam mal trennen? Also, wenn du mich fragst, nö, ich seh's absolut nicht mehr ein, den Werner immer aus der Patsche zu helfen, ey. Immer macht der Mist und dann heißt es wieder, ach, der Mohat, der wird das schon richten. Das kannst du mal absolut vergessen, mein Bester. Hey, nicht mir. Ich bin erstens eben erst aufgestanden und zweitens werde ich mich jetzt erstmal ganz locker und beschwipst in die Schenke packen und da was trinken. Sozusagen einen guten Morgentrunk. Willst du mit? Da bin ich dabei. Hast schon recht. Wenn er so selber ausbaden, was er sich eingebrockt hat. Es gibt schon Leute, ne? Mann, manche Leute können nur mit Gewalt antworten.